Herzlich willkommen zurück. Heute möchte ich euch mal eine wunderbare und einfache Variante vorstellen, wie man eine Fußmassage zu Hause selber machen kann, alleine, ohne dass man eine zweite Person dafür braucht. Ich denke mal, viele von euch, die haben im Leben bestimmt schon mal eine Fußreflexzonenmassage gemacht, machen lassen. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, wie kann man das jetzt am besten zu Hause machen, wenn man jetzt auch alleine ist? Ich meine, wenn jetzt jemand noch zu Hause ist, ja, der Partner oder auch Freunde oder wie auch immer, dann kann man natürlich auch gegenseitig noch Fußreflexzonenmassage machen. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache. Wer sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, dem kann ich empfehlen, sich da mal zu beschäftigen über die Fußreflexzonenmassage und über die Fußreflexzone allgemein, dass man halt mal sieht, okay, wo ist welcher Bereich mit was im Körper verbunden? Und dann kann man schon mal sehen, welcher Bereich wie wo verbunden ist und was das eventuell dann auch ja für ein Bereich ist. Und wenn man halt zum Beispiel mal merkt, man ist verspannt an der Stelle oder da ist eine leichte Schwellung oder sowas, ist es auch interessant, dann einfach mal die Rückschlüsse zu ziehen, wo was wie im Körper ist. Und ja, und deswegen habe ich mir gedacht, was könnte man machen, um diese Bereiche halt eben auch einfach mal zu stimulieren und halt eben auch die Füße zu massieren, ohne dass man jetzt eine Hilfe von außen braucht? Und das ist eigentlich ganz einfach. Ihr braucht dazu einfach nur einen Golfball und mehr ist das nicht. Also, ich zeige es euch jetzt mal mit der Hand, ne? Wenn das jetzt hier der Boden wäre und der Golfball liegt auf dem Boden, dann macht ihr einfach euren Fuß oben drauf und dann kann man schön selbst auch Druck dann aufbauen, ne? Und dann kann man einmal den Fuß komplett von unten einmal durchmassieren. Ist eine wunderbare Sache. Sehr kostengünstig auch und tut einfach gut, wenn man das mal eine Weile ausprobiert hat. Deswegen, ihr Lieben, das war's schon für heute. Probiert es gerne mal aus. Ich bin gespannt, was ihr darüber berichtet und wie es euch gefällt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.